Nach 20 Jahren Ehe stieß mich der Körper meiner Frau ab. Um dem Albtraum zu entkommen, schlug ich Zoe eine offene Beziehung vor. Ich wusste, dass niemand ihre plumpe Figur haben wollte. Also war das Risiko gering. Nur für einen Monat. Und du wirst auch Zeit für Spaß haben. Zögerlich stimmte Zoe zu. Schließlich war sie bereit, alles für mich zu tun. Ich verlor keine Zeit und fragte meine junge Assistentin Ashley nach einem Date. Verglichen mit meiner Frau war sie voller Leidenschaft. Schatz, wir sind zu Hause. Geheimnisse haben in einer offenen Beziehung keinen Platz. Ich sagte ihr, dass Ashley an diesem Abend mit uns essen würde. Und dazu noch etwas anderes. Bezieh das Bett neu und richte dir etwas auf der Couch ein. Mit Tränen in den Augen sagte Zoe, dass wir zu weit gegangen waren. Ich erinnerte sie daran, dass dies auch ihre Chance war, eine Pause von unserer Beziehung zu machen. Und es funktionierte. Sie fügte sich den Rest des Abends über. Nach einem köstlichen Essen, welches meine Frau zubereitet hatte, verbrachte ich eine leidenschaftliche Nacht mit meiner Geliebten. Es war das perfekte legale Verbrechen. Danach fühlte ich mich so gut wie noch nie. Ich war entschlossen, meine offene Beziehung voll auszunutzen. Also ging ich auf eine Dating-App und wischte rechts bei den schönsten Frauen. In der Erwartung, dass ich auch ihnen gefallen würde. Doch nichts passierte. Vielleicht brauchte es mehr Zeit. Niedergeschlagen kehrte ich nach Hause zurück und erwartete ein leckeres Abendessen von Zoe. Stattdessen war da nur eine Notiz an der Pfanne. Ich bin heute Abend spät zurück. Du musst das Essen machen. Zum ersten Mal in 20 Jahren wartete Zoe nicht darauf, dass ich von der Arbeit kam. Dennoch war es besser so. Niemand würde mich davon abhalten, Spaß mit meinen Geliebten zu haben. Ich checkte die Dating-App. Aber keine der Frauen antwortete mir je. Daher fragte ich meine Assistentin wieder nach einem Date. Die Schönheit überwältigte mich mit leidenschaftlichen Küssen direkt auf der Türschwelle. Ich war bereits eingestimmt auf eine heiße Nacht. Aber plötzlich hielt sie inne. Das ist das zweite Mal, dass ich Überstunden mache. Wann bekomme ich meinen Bonus? Dein Bonus ist meine Lust. Ashley schob mich entschieden beiseite und verlangte ohne Umschweife mehr Geld. War sie nur bei mir, weil ich ihr Chef war? Natürlich! Hast du dich mal angesehen? Nur deine Frau würde umsonst mit dir zusammen sein. Als sie realisierte, dass sie nichts bekommen würde, griff sich Ashley ihre Sachen und ging. Wirst du noch bereuen. Ich blieb alleine zurück und zum ersten Mal sah ich mich anders an. Ich kritisierte meine Frau viel, aber ich war kaum besser als sie. Ich wartete auf Zoe bis zum nächsten Morgen, um diese blöde, offene Beziehung zu beenden. Aber sie kam nicht zurück. Ich rief sie mehrfach an und verlangte eine Erklärung. Schließlich ging sie ran. Wo bist du? Wo ist mein Abendessen und mein Frühstück? Alles, was ich als Antwort hörte, war das Stöhnen einer Frau. Gefolgt von einer heiseren männlichen Stimme, die sagte, dass Zoe nicht reden konnte. Wer ist da? Was ist da los? Hatte meine Frau auch einen Liebhaber gefunden? Ich wartete den ganzen Tag auf sie und hörte endlich die Tür knarren. Doch als ich Zoe sah, traute ich kaum meinen Augen.
Sie war zu einer heißen Frau geworden. Außerdem war da ein Lächeln in ihrem Gesicht und keinerlei Müdigkeit. Zoe, wo warst du denn? Wer war das am Telefon? Ich habe unsere offene Beziehung genossen, genau wie du. Was für eine tolle Idee, Schatz. Voller Inspiration sprang Joey ins Bett und schlief schnell ein. Ich konnte es ihr nicht mal vorhalten, denn ich hatte mit all dem angefangen. Am nächsten Morgen machte ich ihr einen Vorschlag. Schatz, lass uns wieder monogam sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sollten weiterhin eine offene Beziehung führen. Außerdem habe ich viele Pläne für heute. Zoe machte sich schick und eilte hinaus. Ich konnte mich kaum zurückhalten, um aus Eifersucht kein Theater zu machen. Der reine Gedanke, dass meine schöne Frau von jemand anderem berührt wurde, machte mich wütend. Also beschloss ich, ihr zu folgen. Zoe kam im teuersten Hotel der Stadt an. Ein muskulöser, gut aussehender Mann traf sie dort und führte sie zu einem Zimmer. Ich musste handeln, um jegliche Nähe zu verhindern. Aber mir blieb keine Zeit, als das Paar hineinging. Ich lauschte aufmerksam und hörte meine Frau stöhnen. Ich hielt es nicht mehr aus und brach ins Zimmer ein. Der Kerl lehnte über meiner Frau. Ich wollte ihn schlagen, aber seine Worte holten mich wieder in die Realität. Haben Sie einen Termin? Bei näherem Hinsehen bemerkte ich, dass Zoe auf einem Massagetisch lag. Mit Kopfhörern auf. Ich atmete erleichtert aus, als mir klar wurde, dass meine Frau mir treu geblieben war. Ich war so voller Freude, dass ich beinahe den Masseur umarmte. Waren Sie das, die Sie so zur Erschöpfung gebracht haben? Sie brauchte 10 Sitzungen, um sich zu entspannen, zusammen mit all den Spa-Prozeduren zur Erholung. Der Masseur betonte, dass ich meine Frau besser behandeln musste, wenn ich sie nicht an jemand anderen verlieren wollte. Dann warf er mich raus, aber ich leistete keinen Widerstand. Schließlich hatte ich einen Plan, alles wieder hinzubiegen. Ich schrieb Zoe: Versuch früher zurückzukommen. Ich habe eine Überraschung für dich zu Hause. An diesem Abend kam meine Frau zurück und erkannte unser Haus nicht wieder. Es ist so sauber. Sind das meine Lieblingsblumen? Eine Spezialpizza und eine Flasche besten Weins erwartet sie auf dem Tisch. Ich entschuldigte mich bei Zoe für den Vorschlag einer offenen Beziehung und flehte sie an, zu unserem gewohnten Leben zurückzukehren. Mir ist klar geworden, dass du das Wertvollste in meinem Leben bist. Doch sie lachte nur als Antwort. Es ist zu spät. Mir ist aufgegangen, dass ich mehr verdiene. Mehr als einen Betrüger, der ständig alles verlangt und nichts von sich ausgibt. Zoe reichte mir die Scheidungspapiere und meinte, ich solle meine offene Beziehung genießen. Aber ich glaube, du wirst nicht viel Erfolg haben. Meine Frau öffnete die Tür und da stand Ashley mit der Polizei. Sie beschuldigte mich der Belästigung bei der Arbeit. Seine Frau kann das bestätigen. Ich erinnerte sie an unsere 20 Jahre lange Ehe, in der Hoffnung, dass sie mich retten würde, aber... Er hat seine Assistentin verführt, weil er unserer Ehe müde war. Das war wahr. Ich hatte nicht wertgeschätzt, was ich hatte. Und innerhalb eines Tages verlor ich alles. Meine Frau, meinen Job und meine Freiheit. Schätze,
was du hast, bevor es zu dem wird, was du mal hattest.